Training an der Säbener Straße bei frühlingshaften Temperaturen von nahezu 20 Grad. Einen Tag, bevor es zum Champions-League-Spiel ins russische Rostov am Don geht, wo in den kommenden Tagen zwar die Sonne scheinen, das Thermometer aber noch nicht einmal die 0-Grad-Marke erreichen soll. Erfreulich heute, Arjen Robben und Javi Martinez waren anfangs beim Mannschaftstraining mit von der Partie, ehe sie sich, wie zuvor vereinbart, zum Individualtraining abgesetzt haben. Weniger erfreulich, Manuel Neuer hat wegen einer Verhärtung in der Wade nicht nur heute auf das Training verzichtet. Unsere Nummer 1 wird die Mannschaft auch morgen nicht nach Rostov begleiten, sondern hier in München trainieren. Eine Vorsichtsmaßnahme, um weitere Einsätze nicht zu gefährden. Vor wenigen Tagen erst aus Russland erfolgreich zurückgekehrt sind die Frauen des FC Bayern München. Nach dem 4:0-Sieg beim FC Rosjanka und dem damit verbundenen Erreichen des Champions-League-Viertelfinales bleibt die Truppe von Thomas Wörle auch in der Allianz Frauen-Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Beim knappen, aber hochverdienten 1:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach erzielte einmal mehr Vivian Miedema den goldenen Treffer bereits in der 8. Minute. Die Bayern-Frauen sind damit, zumindest vorübergehend, Tabellenerster. Auf Platz 2 der Tabelle der Regionalliga haben sich die Bayern-Amateure vorgeschossen. Im letzten Heimspiel des Jahres setzte sich die Mannschaft von Heiko Vogel souverän mit 4:0 gegen den TSV Buchbach durch. Karl-Heinz Lappe mit einem Doppelpack sowie Marco Hingerl und Thorsten Oerl waren dabei die erfolgreichen Torschützen. Am kommenden Wochenende kommt es dann zum Gipfeltreffen beim souveränen Tabellenführer Unterhaching.